Hallo Leute, heute ein Elektrotraining in 5 Minuten, Partialbruch zur Zerlegung, und zwar eine Übung, dieses Teil hier Partialbruch zerlegen. Wie gesagt, drückt wieder auf Play und dann berechnet hier die Partialbrüche. Also jetzt hoffe ich, habt ihr es schon berechnet und kommt jetzt dann gleich auf den gleichen Lösungsweg wie ich. Also der erste ist hier A durch S, das ist hier das zu beachten, weil hier S Quadrat steht, plus B durch S Quadrat plus C durch S plus 1 plus D S plus die 2. So, dann multiplizieren wir hier diesen kompletten Nenner auf diese einzelnen Teile und erhalten 1 ist gleich A mal S plus 1 mal S plus die 2 plus B S plus 1 S plus die 2 plus, was ist immer B, jetzt C, C S Quadrat mal S plus die 2 und hier plus D S Quadrat mal S plus 1. Weil Leute, ihr seht schon, da braucht man die ganze Flipchart, Flipchart sage ich. Ja. Die ganze Whiteboard-Tafel, damit man es hier drauf bekommt. So, jetzt erstes, S ist gleich 0. Das mache ich immer am liebsten, S ist gleich 0. Fällt einiges weg, das hier fällt weg, das fällt nicht weg, das fällt weg und das fällt weg. Also übrig bleibt hier B, hier 0 eingesetzt, habe ich 1 mal 2, also 2B und somit ist B gleich 1/2. Das ging ja schön und easy. So, nächstes. S ist gleich, das nehmen wir, minus 1. 1 ist gleich, das fällt weg, das fällt weg, das fällt nicht weg und das fällt auch weg. Also C hier minus 1 im Quadrat mal minus 1 hier eingesetzt mal 1. Das ergibt sozusagen hier minus 1 im Quadrat ist 1. Also habe ich hier C, somit C ist gleich die 1. So, dann hier das nächste. S ist gleich, was nehmen wir jetzt, minus 2. 1 ist gleich, so, das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg, das sind nicht. Der D-Teil, also dann haben wir minus 2 im Quadrat. Und hier minus 2 plus 1 ist gleich, das hier ist die 4, also d mal 4. Und das hier minus 2 plus 1 ist minus 1. Und das ist sozusagen hier minus 4d. Somit ist d gleich minus 1/4. Also hier geteilt durch die 4. Da komme ich auf d ist minus 1/4. So, jetzt meine Damen und Herren, wird es nämlich spannend. Weil jetzt habe ich hier alles wegmachen können mit diesem einfachen S hier. Und jetzt brauche ich aber noch den Koeffizient B. Wie mache ich das jetzt? Und da nehme ich mir einfach eine kleine Zahl, die ich hier noch nicht verwendet habe. Das nächste wäre jetzt hier die 1. Und habe 1 ist gleich A mal 1 mal 1 plus 1 ist die 2 mal 1 plus 2 ist die 3 plus B mal hier die 1 eingesetzt mal 2, hier die 1 eingesetzt mal 3 plus C. Hier die 1 eingesetzt ist mal 1 mal 3, dann plus D mal 1 mal hier die 2. So, jetzt habe ich hier die B schon. Ach, die brauche ich ja gar nicht, die B, ich brauche noch, was brauche ich überhaupt? Die A habe ich noch gar nicht. Ich weiß aber hier B, ich weiß hier C und ich weiß hier D. Den kann ich jetzt zack, zack hier einsetzen. Dann habe ich eine Gleichung, ein Unbekanntes und dann bin ich wieder glücklich. Also, hier habe ich A, das kann man zusammenfassen, zu 6 plus B hier eingesetzt, ist 1/2. Mal das zusammengefasst ist 6. Plus C eingesetzt ist die 1, mal das hier ist die 3 plus D hier habe ich hier minus 1/4 mal hier die 2. So, jetzt nochmal ein bisschen vereinfachen. 6a plus 3 plus 3 minus
ein Viertel. Dann kann ich das noch zusammenfassen, ist 6,6a plus minus ein Viertel, minus ein Halb, sorry, ist dann sowieso 6a minus 5,5, nee, plus 5,5, das hier auf die andere Seite, jetzt wieder 1, dann habe ich hier minus 4,5 ist gleich 6a und minus 4,5 geteilt durch 6 ergibt a ist gleich minus 3 Viertel. So, jetzt habe ich hier meine ganzen Koeffizienten. Jetzt kann ich es hier noch kurz so hinschreiben. Also hier a haben wir gesagt minus 3 Viertel 1 mal s plus b war 1 Viertel mal 1 durch s Quadrat. So, jetzt geht mir fast schon der Platz aus. Hier c, c war 1 durch s plus 1 und die d, d haben wir hier minus 1 Viertel mal 1 durch s plus 2. So, und voilà, jetzt haben wir hier die Partialbruchzerlegung durchgeführt. Ja, ist Motzen Aufwand, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber nichtsdestotrotz ist ein wichtiges Hilfsmittel beim Laplace-Transformation. Ja, hoffe, das Video hat euch genauso stark gefallen wie mir. Falls ja, gebt ihm einen Daumen hoch. Abonniert meinen Channel. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.